Ich wandre ja so gerne am Rennsteig durch das Land, den Beutel auf dem Rücken, die Klampfe in der Hand. Ich bin ein lustiger Wandersmann, so völlig unbeschwert. Mein Lied erklingt durch Busch und Tann, das jeder gerne hört. Diesen Weg auf den Höhen bin ich oft gegangen, Vöglein sangen Lieder. Bin ich weit in der Welt, habe ich Verlangen, Thüringer Wald nur auf dir. Ach herrlich! Und hier durch die Gegend verlief die Mauer? Ja. Kaum zu glauben. Ich weiß, aber wenn wir Glück haben, könnte es sogar sein, dass hier noch ein paar Minen rumliegen. Meinst du, dass es dann so clever ist, hier entlang zu spazieren? Ja, ich denke schon. Außerdem, dadurch, dass im Osten an der Grenze jahrelang Giftmüll entgelagert wurde, kann es auch sein, dass das Vorkommen von halluzinogenen Pilzen hier sehr hoch ist. Okay, ich bin überzeugt. Dachte ich mir. Hier in der Gegend müsste auch irgendwo das Haus an der Mauer gestanden haben. Und was war das? Das war eine alte DDR-Grenzbefestigungsanlage, die jedoch in keinem Verzeichnis auftaucht. Und man weiß nicht genau, was darin vorgefallen ist, bis sie dann irgendwann abgerissen wurde. Allerdings habe ich von geheimen Stasi-Menschenexperimenten gehört. So geheim können sie ja dann wohl nicht gewesen sein, was? Bis zur Wende waren sie es anscheinend. Nach der Wende ist vor der Wende. Alles klar bei dir? Ich sehe etwas. Was? Was siehst du? Ich habe Sie gar nicht hereinkommen gehört. Sie sind sich hoffentlich bewusst, dass der Generalsekretär ein erneutes Scheitern nicht tolerieren wird. Ich habe Herrn Honecker ein Wunder versprochen und er wird auch eins bekommen. Wenn es ihm nicht schnell genug geht, hätte er mir ja frischere Arbeitsmaterialien besorgen können. Da hatte ich ja bessere Bedingungen, als ich noch für die Faschisten gearbeitet habe. Die Partei hat Ihnen bereits gestattet, die Körperteile von 14 an der Grenze getöteten Republiksflüchtlingen sowie den Hypothalamus von Genosse Ulbricht zu verwenden und darüber hinaus Ihr gesamtes Labor ausgestattet. Wir haben an Ihre Arbeit geglaubt, dass Sie aus Leichen einen perfekten Volkspolizisten schaffen können, der darauf programmiert ist, die Grenze zu bewachen. Aber ein weiterer Fehlschlag wird im Rahmen des 5-Jahres-Plans nicht tragbar sein. Dann werden Sie Zeuge meiner Schöpfung. Dr. Hermann Grimm, gemäß den Regelungen des Strafgesetzbuchs der Deutschen Demokratischen Republik verurteile ich Sie hiermit wegen Beeinträchtigung staatlicher und gesellschaftlicher Tätigkeit zum Tode.
Alles klar? Ich glaube, ich hatte eine Vision oder sowas. Da hat ein Stasi-Arzt im Namen des Sozialismus das ultimativ Böse entfesselt. Aber sonst ist alles in Ordnung. Ich glaube schon. Die haben ein Monster erschaffen. Komm schon, das ist doch Müll und das weißt du auch. Niemand hat die Absicht, sie umzubringen. Es wird alles gut. Wir kommen hier raus, okay? Versprichst du es mir? Ich verspreche es dir. Jetzt komm. Nicht bewegen. Was? Was war das? Du bist auf eine Mine getreten. Was? Wirklich? Bleib ganz ruhig, okay? Du musst jetzt genau das tun, was ich dir sage. Okay, guck nicht auf diese... Guck nicht nach unten, guck mich an. Ich zähle jetzt bis drei und dann springst du zu mir rüber. Okay? Also... Eins... Zwei... Drei!
Mann, ey. Oh Mann, ey, das hat mir jetzt heute mal echt noch gefehlt. Na klasse. Ich spüre meine Beine nicht mehr. Wo kommst du jetzt eigentlich her? Bring mich hier weg! Hey, das kriegen wir schon. Wir machen das irgendwie. Kannst du hier mal ein bisschen bewegen? Also Kollege, ich denke, es wäre am besten, wenn wir das Ganze irgendwie außergerichtlich regeln. Ich zahle ja auf jeden Fall auch was. Und wenn nicht, wir haben einen ziemlich guten Anwalt. Aber ich denke, das wollen wir nicht, oder? Oder? Hallo? Alles okay? Scheiße. Oh Mann, ey. Was für ein Tag. Ist dein Kumpel hier? Ist hier irgendwo eine Karnevalssitzung oder was? Guten Tag. Zollkontrolle der DDR. Können Sie bitte einmal den Kofferraum aufmachen? Was willst du? Die Mauer ist doch schon vor 30 Jahren gefallen. Bitte machen Sie es nicht zu umständlich. Öffnen Sie den Kofferraum. Kannst dich mal am Arsch lecken, Genosse. Scheiße! Güte weiterfahrt. Es geht durch die Welt ein Geflüster. Arbeiter, hörst du es nicht? Das sind die Stimmen der Kriegsminister. Arbeiter, hörst du sie nicht? Es flüstern die Kohle- und Stahlproduzenten. Es flüstert die chemische Kriegsproduktion. Es flüstert von allen Kontinenten.
Mobilmachung gegen die Sowjetunion. Arbeit geboren, nicht die Gewehre, nicht die Gewehre zur Hand. Zerschlag die faschistische Räuberheere, setzt alle Herzen in Brand. Pflanzt eure rote Fahnen der Arbeit auf jede Lampe, auf jede Fabrik. Dann steigt aus den Trümmern der alten Gesellschaft die Sonne.